die Wärme der Therme zu spüren, den Larimar-Spirit erleben. Im Wellness- und Gesundheitshotel Larimar in Stegersbach konnten sich die Gäste am 8. Mai 2024 nicht nur in den sanften Hügeln des Südburgenlandes erholen, sondern auch die Prämierung des besten Uhudlers beim Uhudler Weinfestival erleben. Nachdem der Uhudler von der ehemaligen Agrarlandesrätin Verena Dunz gerettet wurde, fand jetzt bereits zum 7. Mal die Prämierung der besten Uhudlerweine durch die Europäische Weinritterschaft statt und die Sieger wurden ausgezeichnet. Die Höchstpunkteanzahl erreichte dieses Jahr der Uhudler Jahrgang 2023 der Familie Berkovic aus Sulz. Die Familie Günther Berkovic wurde für den prämierten Uhudlerwein der Turnierteller und eine Ehrenurkunde feierlich überreicht. Sein Uhudler trägt nun in diesem Jahr das Prädikat Ritterordenswein. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Event, zu einer Uhudler-Gala, wie wir sie bereits zum 7. Mal durchführen. Geschätzte Hotel- und Gourmetgäste, die ritterliche Freundschaft und die Begeisterung zum Wein und gutem Essen verbindet alle Eidgenossen und zu der stehen wir auch aus Überzeugung. Die Aufnahme des Uhudlers in das österreichische bzw. burgenländische Weingesetz war ja bereits eine einzigartige Auszeichnung und die Prämierungen jedes Jahr dem besten Uhudler des Jahrgangs auszuzeichnen, ist eine große Ehre für die Winzer und für die Weinritterschaft. In honorem Vini. Ich wollte es so kurz erklären, das müssen wir nochmal machen. Das heißt, zu Ehre Gottes und zu Ehre des Weines. Nochmal bitte. In honorem Dei, et in honorem Vini. In honorem Dei, et in honorem Vini. Ich trinke zum ersten Mal einen Uhud aus dem goldenen Kelch. Und das ist mein Ritterschaft. Bravo!
sein, wurde jetzt als Sieger prämiert. Was ist das Geheimnis, um einen Testsieger zu produzieren? Ja, ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, einerseits ist es einfach mal die Leidenschaft allgemein, ja, zur Liebe des Udlers. Und ich glaube, wenn man das schon mal verinnerlicht hat, dann fällt einfach vieles schon leichter. Ja. Ob jetzt alltägliche Arbeiten wirklich im Sinne mit der Landwirtschaft zu Hause, mit den Trauben. Aber ich glaube, im Herzenstück ist es einfach, wenn er mir persönlich auch gut schmeckt, ja, und wirklich im Sinne auch ein Herzenprojekt ist, glaube ich, hat man schon die halbe Miete und ja, dann noch ein bisschen verfeinern und dann, glaube ich, schafft man einen guten Wein. Ja. Sie haben Ihren Betrieb Ihren Sohn übergeben. Sie sind sicher stolz auf Ihren Sohn als Testsieger. Aber eine weitere Frage ist, wie kommt der Udler zu diesem Wald- oder Wilderdbeergeschmack? Ja, wie gesagt, mein Sohn Stefan war die Übergabe im Jänner 23, nach 15 Jahren Tätigkeit, wo ich vom Vater übernommen habe. Und er macht es sehr, sehr gut. Wenig Zeit hat er aktuell, aber es wird immer besser und er arbeitet sehr gut rein. Und der Erdgeschmack, die zweite Frage ist das, dass man sagt, man muss so wenig beim Wein oder bei den Weintrauben machen, wie es nur geht. Schonend behandelt. Also unser Grundsatz lautet, bei uns gibt es kein Spritzen. Egal wie, wenn eine Krankheit ist, bei uns wird nichts gespritzt. Also wir machen wirklich, wir lassen die Natur zur Geltung kommen und dann ergibt sich automatisch der Erdbeergeschmack. Also wenn man wenig macht, kommt der Erdbeergeschmack. Wenn man vielleicht zu viel macht, kann das vielleicht anders sein. Wir wünschen auch alles Gute als Testsieger oder als Sieger und danke fürs Interview. Vielen herzlichen Dank, danke. Ja. Freundlich. Also heute habe ich wieder die Ehre, also einen ausgezeichneten Wein zu verkosten, einen Uhudler, der preisgekrönt ist, muss ich sagen, also er mundet wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann ihn nur weiterempfehlen. So gute Weine wie hier findet man nicht überall. Es ist ein sehr reintöniger Wein. Der Duft ist exzellent nach Erdbeeren, leicht auch nach Rubinien. Mit einer sehr dezenten Säure, harmonischen Abgang, ausgezeichnet zum Trinken und ich glaube, dass er dieses Jahr der entsprechende Siegerwein ist und das ist auch verdient. Sie haben den Udlerwein auch gekostet und prämiert. Können Sie etwas über den Geschmack erzählen? Ja, der Geschmack ist einzigartig, so wie jeder Udler, aber dieser heurige ist eine Sonderheit. Der schmeckt eigentlich wesentlich besser als die Jahre davor. Und wir sind froh, dass wir den als Sieger gefunden haben. Im Hotel Larimar wurde heute der Uhudler prämiert. Wie wichtig ist so eine Prämierung für das Hotel Larimar? Ja, die Uhudler-Prämierung, also der Uhudler ist ja eine wichtige Rebsorte für das Südburgenland und natürlich einerseits für die Region wichtig und auch für uns als Hotel Larimar. Das ist einerseits medienwirksam in ganz Österreich, im Burgenland und ist natürlich eine wunderbare Geschichte für uns. Sie haben den neu prämierten Uhudler-Wein gekostet. Wie schmeckt er? Er ist hervorragend. Er entspricht genau dem Ideal eines Uhudler, nämlich vom Geschmack her, also vom Geruch, vom Bouquet her, nach Waldbeeren erinnernd, das muss er haben. Auch im Geschmack sehr gut, ein edler Geschmack und auch ein guter Abgang. Und da ist von Familie Petzkovic ist es ein hervorragender Wein, muss ich sagen, ganz großartig gelungen. Und nicht umsonst hat eben unsere Jury den ersten Platz gemacht. Und das mit einem beachtlichen Vorsprung. Obwohl alle Weine, die nominiert wurden, sehr gut geschmeckt haben. Und da geht es um feine Nuancen, wer noch eine Spur besser ist. Und da hat er eben gewonnen heute. Der Uhudler wurde hier im Hotel Larimar prämiert. Wie wichtig ist es für das Hotel bzw. für die Region, dass er hier prämiert worden ist? Ich mache das gerne. Das ist viel Organisationsarbeit und die Kommission muss man zusammenstellen. Und mir persönlich ist auch wichtig, dass der Uhudler sehr gut schmeckt, weil unsere Gäste lieben den Uhudler. Wir brauchen viele tausend Flaschen pro Jahr und das ist auch wichtig. Und da bin ich gerne mit dabei, gebe auch Anregungen, wie man das noch verbessern kann. Aber der Uhudler, der Sieger-Uhudler ist ein großartiger Wein, der wirklich großartig ist und ich bin sicher, die Gäste werden den in großer Anzahl kaufen auch. Das Hotel Larimar ist auch bekannt für etwas ganz Exquisites. Können Sie das ein bisschen näher erklären?
Wir sind bekannt für als Top-Wellness-Gebiet. Wir haben 7 Becken mit Thermalwasser, Meerwasser, Schwimmbecken, 7 Saunen, große Ruhebereiche, große Gartenanlagen und einen hervorragenden Gesundheitsbereich mit vielen Ärzten, Therapeuten, Kosmetiker, Fußpfleger. Also wir können den Menschen sehr helfen, weil wir wissen, dass es immer mehr Zivilisationskrankheiten gibt, für die wir gute Lösungen haben. So können wir den Gästen helfen. Aber auch die Kulinarik spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir legen Wert auf eine gesunde, feine Küche. Das heißt Vital- und Gourmet-Küche, die haben wir kreiert. Wir haben die grüne Haube, wir sind bierzertifiziert, wir kochen auf der Flamme. Also uns ist die Gesundheit der Speisen sehr wichtig. Speisen, Essen muss uns gesünder machen und nicht krank machen. Das ist ganz wichtig. Und heute Abend gibt es ein hervorragendes Gala-Menü, wo auch der Uhudler eine wichtige Rolle spielt, der bei vielen Speisen mit dabei ist, eine Rolle spielt, bei Soßen, beim Dessert, bei der Vorspeise mit Uhudler-Gelee und so weiter. Und so wollen wir den Uhudler eine besondere Ehre erweisen, auch beim Essen integrieren und dann auch zum Trinken dazu. Und das wird ein ganz ein tolles Fest werden heute.